Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Heute ist erstmals in der Geschichte der Strategic Command-Reihe ein DLC erschienen für diese Reihe, und zwar für das Spiel American Civil War, das ja auch noch gar nicht so alt ist. Das DLC heißt Wars in the Americas und das möchte ich euch in diesem Video etwas genauer vorstellen, damit ihr euch einen Eindruck machen könnt, ob das was für euch ist. Falls ihr das kaufen wollt, das Ganze wird auf Steam irgendwas bei 14,79 Euro kosten. Bei meinem Keyshop-Partner Games Planet bekommt ihr es ein bisschen günstiger. Regulär 10% Rabatt mit meinem Rabattcode AMISTEIN. Wenn ihr den eingibt beim Kaufprozess, gibt es nochmal 5% obendrauf. Und wenn ihr bei eurem Einkauf den Link nutzt in der Videobeschreibung oder im ersten Kommentar, dann unterstützt ihr diesen Kanal. Außerdem möchte ich euch hinweisen, dass es auf GamesPlanet gerade eine komplette Promo-Aktion noch bis zum 1. Februar gibt für alle Spiele aus der Strategic Command-Reihe. Die sind bis zu 67% reduziert. Schaut auch dort mal vorbei. Wenn ihr den Link nehmt zu dem DLC und dort weiter surft, dann zählt auch dort der Einkauf als Unterstützung. Vielen Dank. So, jetzt aber mal rein. Und was beinhaltet das Ganze? Es beinhaltet im Prinzip 5 einzelne neue Szenarien, die ihr spielen könnt. Und die gucken wir uns jetzt der Reihe nach an. Und zwar chronologisch geordnet. Es sind 5, kann ich schon sagen. The Conquest of Mexico, The Eagle and the Empire, Paraguay Under Siege, Ghosts of the Pacific und Remember the Maine. So, was verbirgt sich dahinter? Starten wir mal mit dem ersten, 1846, also noch deutlich vor der Zeit des Bürgerkrieges. Und zwar sind wir im Mexikanisch-Amerikanischen Krieg, der ja von 1846 bis 1848 lief. Ein Krieg, den man gerne als Vorgeschichte zum Bürgerkrieg bezeichnet. Viele Offiziere, die später im Bürgerkrieg gekämpft haben, auf beiden Seiten, haben dort Erfahrungen gesammelt. Auch war der historisch relevant durch die neuen Staaten, die dazugekommen sind. Zu den Vereinigten Staaten verstärkte sich die politische Auseinandersetzung um die Sklavenfrage. So, aber der Krieg selbst war schon sehr speziell und wir gucken uns das mal an. Wir können entweder auf mexikanischer oder auf US-amerikanischer Seite starten und ich beginne einfach mal mit Mexiko. Ja, das sind die üblichen Optionen, die ihr wählen könnt. Wir nehmen mal hier diese 3D-Counter. So, und es geht los, ohne große Einleitung, am Rio Grande. Und ja, wenn wir mal rausscrollen, dann sehen wir, was für ein riesiges Spielfeld. Und das ist immer ein bisschen hässlich, weiß nicht. Naja, was für ein riesiges Gebiet wir hier bedienen müssen, in gewisser Weise. Und vor allem, mit wie wenig Einheiten das geschehen muss. Denn das kennzeichnete diesen Krieg. Relativ wenig beteiligte Soldaten und eine relativ riesige Fläche, auf der das Ganze stattfinden kann. Insofern eine völlig andere Form der Kriegsführung. Natürlich kommen im Laufe der Zeit noch neue Truppen hinzu. Viel verschiedene kann man hier nicht kaufen. Ihr seht es auf der mexikanischen Seite, das erwartet uns noch. Auf amerikanischer Seite, ja, sieht das ähnlich aus. Da ist es so, da kämpft auch eine sehr kleine Truppe. Zahl an professionellen Einheiten, aber da kommen mit der Zeit so Freiwilligenverbände hinzu, die das Ganze dann bestimmen. Die haben eine schlechtere Kampfeffizienz natürlich. Ja, das Problem ist hier die schiere Größe von den Siegbedingungen her, die zeige ich euch ganz kurz mal, kann man sich ja hier einblenden lassen, ist die bestimmte Eroberung von Siegstädten, das kennen wir. Für die USA ist das deutlich weiter hineinreichend. Nach Mexiko sind hier fast alle wichtigen mexikanischen Städte, inklusive Mexiko-Stadt, während es für Mexiko, glaube ich, reicht, wenn man die eigenen Städte hält und Austin in Texas hier erobert, das ich jetzt schon mal gerade nicht finde. Ja, großartig. Da haben wir es, genau. Also das sieht man immer mit dem Stern, das ist ein Siegpunkt. Ja, das ist ein relativ, muss ich sagen, relativ unspektakuläres Szenario mit ziemlich wenig Truppen, mit denen man klug vor allem haushalten muss, weil man natürlich auch ganz, ganz wenig Produktionspunkte bekommt. Hier sehe ich gerade im Moment als Mexiko 0. Das wird sich aber vermutlich noch steigern. Ansonsten könnte es schwierig werden. Okay, das soweit als Blick in dieses Szenario. Wir kehren direkt mal zurück und machen weiter mit dem zweiten. Und das ist schon deutlich fetter und es ist ein ganz anderer Ansatz hierbei.
The Eagle and the Empire heißt das Ganze. Und hier kehren wir direkt zurück in den amerikanischen Bürgerkrieg. Allerdings, ja, mit einer fiktiven Note. Denn es ist schon in der Ursprungskampagne oder im Ursprungsszenario so gewesen, dass es die Möglichkeit gibt, dass sich Frankreich dort einmischt. Und hier ist es so, dass das Hauptthema dieses Szenarios ist. Ihr seht es hier, alternative History. Napoleon III. Erklärt nicht nur Mexiko den Krieg, wie er es gemacht hat. Also das Thema ist hier die französische Intervention in Mexiko und das Zweite Kaiserreich, was ja für ein paar Jahre erschaffen wurde unter dem österreichischen Erzherzog Maximilian. Nein, Thema ist, dass die Franzosen jetzt quasi auch den Vereinigten Staaten den Krieg erklären. Und das führt dazu, dass es jetzt zwei Fraktionen gibt, auf der einen Seite, die man spielen kann, auf der einen Seite die Vereinigten Staaten, also die Nordstaaten, die Union, und Mexiko, die Republik Mexiko, und auf der anderen Seite die Konföderation inklusive Frankreich. Und falls die anderen noch eintreten, dann auch Großbritannien und Spanien. Aber das ist, glaube ich, dann eher wie wieder die speziellen Bedingungen. Aber Frankreich ist mit drin und das gucken wir uns direkt mal an, wie das genau aussieht. So, hier gibt es auch gleich ein bisschen Vorklapp. Hier gibt es Geheimdienstberichte. Genau, hier sehen wir Einheiten der Mexikanischen Republik. Hier gibt es Störer auf der Unionsseite, die für die Konföderierten sind. Aber andersrum ebenso. Genau, hier meldet sich Robert E. Lee, denn wir steigen jetzt nicht direkt am Anfang ein, sondern wir sind am 8. Mai 1863 und der Punkt ist gewissermaßen jetzt der historische Punkt, an dem sich der Kriegsverlauf halt so zugetragen hat. Und da meldet Lee Erfolge dort mit seiner North Virginia Armee und gibt ein paar Empfehlungen. Und das ist jetzt das Neue. Frankreich ist jetzt bereit, der Konföderation zu helfen. Und es gibt ein französisches Expeditionskorps mit einer starken Flotte und einer starken Armee. Die gucken wir uns gleich an. So. Und jetzt muss man überlegen, als Konföderierter, ob man nun aktiv der Republik Mexiko auch den Krieg erklärt. Das ist ein bisschen kompliziert. Das hat Vor- und Nachteile. Geht es darum im Prinzip, wie kann man sich bewegen, über den Rio Grande oder nicht. Also das ist eine Entscheidung, die man treffen muss. Ich sage einfach jetzt mal ja. Und damit ist man auch mit Mexiko im Krieg. So, jetzt gucken wir uns das mal an. Erstmal sieht man hier eine exquisite französische Armee mit einer hervorragenden Flotte tatsächlich auch, die dazu führt, dass die Überlegenheit der Union hier an der Küste oder allgemein die Flottenüberlegenheit der Union nicht mehr so gegeben ist. Also das kann man auf diese Art und Weise jetzt aufrütteln. Das verändert die Lage. Und dann ist natürlich die spannende Frage, wo bringt man jetzt diese Armee hin? Wo setzt man sie ein? Wo bildet man dort einen Schwerpunkt? Das ist entscheidend. Man kann natürlich einfach hier die Südstaatenarmee verstärken. Man kann versuchen, irgendwie eine Landung machen, nördlich hier bei der Hauptstadt oder sonst wo zu landen. Also da hat man verschiedene interessante neue Optionen. Hier sehen wir jetzt mal gerade den Stand hier an der Virginia-Front, wie es da aussieht, wo gerade die Südstaaten Erfolge erzielt haben, die man vielleicht ausnutzen kann. Der entscheidende Punkt findet aber hier unten statt. Da ist nämlich dieses französische Expeditionskorps kurz davor, Mexiko-Stadt zu erobern. Ja, also es ist einfach ein alternativ verändertes Szenario des Bürgerkrieges. Ich blende euch mal kurz die Siegbedingungen ein. Die sind, glaube ich, ähnlich wie bei dem Ursprungsszenario. Da geht es nämlich um Kampfgeist, der reduziert werden muss. Für die Unionsseite gibt es auch Veränderungen, denn an diesem Punkt, an dem wir uns gerade befinden, haben sie hier, glaube ich, den Kampf in New Mexico gewonnen. Da muss jetzt noch die Hauptstadt hier von so einem Indianervolk, glaube ich, eingenommen werden. Und dann muss man sich entscheiden, wo bringt man diese schlagkräftige Truppe hin. Entweder zieht man sie dann auch irgendwie gegen die Franzosen im Süden oder man bringt sie in Richtung der Konföderierten. All solche neuen Überlegungen sind da mit dabei. Ja,
Ich denke, das sollte erstmal genügen als ersten kurzen Einblick. Ich zeige nochmal diese Karte, dann könnt ihr auch nochmal sehen, wie da ungefähr die Truppenaufstellung ist. Wir gehen hier auch nochmal mittig rein, um sich diese Front hier kurz mal anzuschauen. Okay, gut, zurück. Wir wollen beenden. Wir wollen uns nämlich das dritte Szenario anschauen. Und das ist ein Konflikt, der landläufig gänzlich unbekannt ist. Auch ich musste mir das erstmal aneignen. Paraguay Under Siege heißt das Ganze. Da geht es um den sogenannten Triple-Allianz-Krieg. Paraguay gegen Uruguay, Argentinien und Brasilien, der 1866 stattgefunden hat. Und wir beginnen aber nicht den Krieg mit Kriegsbeginn, oder das Szenario beginnt nicht mit Kriegsbeginn, sondern es beginnt schon einige Wochen nach Start, also historisch nach dem Start. Und zwar in einer Situation, wo Paraguay, die ursprünglich in der Offensive waren, schon komplett, also die Offensivarmee, vernichtet war und jetzt einfach nur noch verteidigt hat. Und darum geht es in diesem Szenario. Wir steigen auch nochmal ein auf Seite von Paraguay. Das ist jetzt ein ganz, ganz kleines Szenario. Genau, hier wird das kurz nochmal erläutert. Es geht darum, den einzigen, ja, ich sag mal, Weg in Richtung Paraguay zu verteidigen. Und der wird verteidigt durch eine unglaublich mächtige Festung, die zu den mächtigsten Festungsanlagen gehört, die jemals gebaut wurden. Ja, ihr wundert euch, schaut euch das mal an. Festung Humaita, falls sie so ausgesprochen wird. ja, die soll man verteidigen. Das ist noch nicht die Festung. Ich blende mal kurz aus. Auch das sind jetzt hier schon Verteidigungsanlagen. Die eigentliche Festungsanlage befindet sich hier. Also das soll das symbolisieren. Das sind relativ schroffe Felsen über dem Rio Paraguay. Und was einem hier in dem Eingangstext erläutert wurde, ist, dass die Straßenverbindung hier zur Hauptstadt, die ist wichtig, die muss gehalten werden. Dann kann man Nachschub an die Front bringen. Ja, ihr seht, der Fluss ist auch schiffbar. Ich glaube, da gibt es dann auch entsprechend Schiffe, die da auch noch eine Rolle spielen. Und hier ist es halt die Aufgabe, geschickt zu verteidigen oder eben auch geschickt anzugreifen, wenn man die Gegenseite spielt. Es gibt auch noch kleinere Regelveränderungen auf Seiten von Paraguay. Bekommen die Einheiten plus 1 Sichtweite, also standardmäßig plus 2. Und auf der Gegenseite haben die Einheiten immer mindestens 3 Supply. Sie können also nicht abgeschnitten werden. Ja, weil das auch so ein enges Gebiet ist, dass, und der Gegner hat nicht die, ja, hat nicht die Soldaten, um das Manövrieren zu verhindern. Das ist so ein bisschen das Konzept dahinter, während die Spotting Range darauf abzielt, dass die Soldaten von Paraguay die Gegend sehr, sehr gut kennen. Soweit zu diesem Szenario. Wir machen weiter mit einem nächsten Konflikt, der auch sehr speziell ist, nämlich Ghosts of the Pacific. Hier geht es um den sogenannten Salpeterkrieg, der, ja, 79 bis 81, ich glaube, er hat sogar länger stattgefunden, bin mir nicht ganz sicher. Kann auch nur diese 2 Jahre gewesen sein. Ja, hier kämpfen Chile gegen Peru, beziehungsweise Peru bekommt eine Unterstützung durch Bolivien. Und auch das war, zumindest was die Beteiligung der Truppen betrifft, ein ziemlich kleiner Krieg. Zum Kriegsbeginn waren, glaube ich, auf jeder Seite nur 5000 Mann beteiligt und 2 große, wichtige Kampfschiffe und vielere kleine Kampfschiffe. Ja, und die Länder hatten auch keine große Logistik. Insofern ein Krieg unter sehr speziellen Voraussetzungen. Auch da wird man hier ein bisschen eingeführt. Das Spezielle ist, dass es ein Krieg der Küste gewesen ist. Das heißt, Entscheidendes spielte sich auf dem Meer ab. Und das wird tatsächlich hier auch simuliert. Also das ist jetzt hier unser Land. Und das Entscheidende wird symbolisiert durch diese geschriffelten Felder, weil es ist so, wenn man diese kontrolliert, dann blockiert man die entsprechenden Städte und damit auch die Versorgung dort. Das heißt, die Versorgung wird im Wesentlichen dominiert durch diese Häfen. Und man wird hier überhaupt nicht vorankommen, weil man quasi kaum irgendwie Armeen hat und bekommt. Wir gucken mal, ob hier irgendwie standardmäßig, nee, hier kommt gar nichts. Okay, also man hat unfassbar wenig MPP.
und hat dementsprechend sehr wenig Truppen. Und das heißt, man hat überhaupt nur eine Chance, wenn man mit der Flotte geschickt agiert und die entsprechenden Felder besetzt und blockiert, so dass die Armeen das besetzen können. Der Gegner hat natürlich auch eine Flotte. Ja, historisch ist das insofern relevant, weil hier erstmals Torpedoboote eingesetzt wurden und auch moderne Landungsschiffe eine Rolle gespielt haben. Und das soll dadurch dargestellt werden. Wir kehren zurück und gucken uns das letzte Szenario an, das uns dann auch ans Ende dieses Jahrhunderts führt. Das heißt Remember the Maine und spielt an auf eine Schlagzeile der amerikanischen Presse im Rahmen des Spanisch-Amerikanischen Krieges 1898. Da hieß es Remember the Maine, the to hell with Spain. Und zwar, also es war im Vorfeld des Krieges, dass die Vereinigten Staaten begonnen haben, Kuba zu blockieren, zu umstellen, also so eine Art Machtdemonstration, der Krieg war noch nicht ausgebrochen. Und da kam es auf einem Schiff der Amerikaner, nämlich der Maine, kam es zu einer schweren Explosion. Das Ganze ist untergegangen, viele sind gestorben. Und das wurde dann den Spaniern in die Schuhe geschoben, den spanischen Truppen auf Kuba. Und das wurde dann zum Kriegsgrund stilisiert, muss man sagen. Bis heute ist unklar, was da eigentlich passiert ist. Man geht inzwischen tendenziell eher davon aus, dass es ein technischer Defekt war. Auf jeden Fall war das Anlass, diesen Krieg zu beginnen, der bedeutsam war, weil mit dem überragenden Sieg der Vereinigten Staaten in diesem Krieg sie als, würde ich sagen, erstmals als echter globaler Akteur aufgetreten sind, denn ja, es ging um die Reste der spanischen Kolonien in Kuba und vor allem auf den Philippinen. Hier steht, der spanisch-amerikanische Krieg, kann Spanien Kontrolle über sein altes Weltreich behalten oder nimmt eine neue Großmacht diesen Platz ein. Genau, darum geht's. Auch hier gehen wir kurz rein. Wir gehen mal auf spanischer Seite rein. Denn interessanterweise beginnt dieser Krieg noch nicht, also beginnt das Szenario noch nicht am Beginn des Krieges mit den Amerikanern, sondern der wird erst im Laufe der Zeit starten. So. Genau. Und darüber werden wir jetzt informiert. Wir haben hier ein Geschwader bei Cadiz in Spanien. Da müssen wir uns entscheiden, wo wir das jetzt hinbringen. Zu welcher Kolonie, wo wir einen Schwerpunkt setzen. Und hier ist jetzt der entscheidende Punkt. Denn im Moment kämpfen die Spanier nur in Anführungsstrichen gegen Rebellen. Und einmal Rebellen in Kuba und in Philippinen. Auf den Philippinen ist die Sache auch nicht so einfach. Da gibt es aber noch eine besondere Situation. Da muss man Kriegsschiffe in bestimmten Felder haben. Aber wir kehren mal zurück zu Kuba, weil das ist jetzt der entscheidende Punkt. Auf Kuba herrscht nämlich Folgendes. Wir gucken mal. Ich drücke mal P. Und hier seht ihr die Rebellen-Spots. So, und wie ihr wisst, muss man diese Spots besetzen, damit keine Rebellen kommen oder beziehungsweise damit es nicht die Wahrscheinlichkeit gibt. Und das ist natürlich der Hammer, ne? Man könnte jetzt mit den ganzen spanischen Einheiten, die man hat, könnte man das alles abdecken. Das Problem ist, wenn man das tut, dann hat man zwar keine Rebellen, aber dann hat man nicht die Küste verteidigt, wenn dann die Amerikaner kommen. Das ist so die Abwägung, die man hier treffen muss. Also wie verhält man sich im Vorfeld mit diesem Rebellenkrieg, den man hier führen musste. Und dementsprechend muss man auch entscheiden, wo bringt man hier seine relativ schlagkräftige Flotte eigentlich hin. Das Ganze ist aufgeteilt tatsächlich in 5 Gebiete. Ihr seht es hier, Spanien. Dann haben wir hier, Gran Canaria, Teneriffa, die Kanarischen Inseln. Die können bedeutsam sein für die Amerikaner, denn für die Amerikaner geht es darum, das ist jetzt hier Siegbedingungen, das ist entscheidend, es geht darum, dass der spanische Kampfgeist unter 1% gefallen sein muss. Wenn die Spanier bis geschafft haben, bis zum Jahresende 1898 durchzuhalten, dann haben sie gewonnen, weil dann mischt sich das Deutsche Kaiserreich ein. Die sind nämlich scharf irgendwie auf die spanischen Kolonien. Ja, gut, warum die Spanier dann gewonnen haben, steht auch im anderen Blatt. Aber auf jeden Fall, die Amerikaner müssen halt schaffen, die Spanier vorher auf unter 1% zu bringen. Und deswegen sind diese KG-Ziele wichtig. Das sind diese Kriegsgeistziele. Deswegen sind die Kanarischen Inseln von Bedeutung. Ansonsten, das Hauptgebiet der Kämpfe wird vermutlich in Kuba stattfinden und auf den Philippinen. Ja,
Das wär's. Ich glaube, für den ersten Eindruck sollte es reichen. Falls ihr das spielen werdet, wünsche ich euch viel Spaß. Wir sehen uns. Bis dahin macht's gut. Euer Steinwallen.